Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala mit den drei Kaffarat beginnen. Mit den drei sühnenden Dingen, welche deine Sünden tilgen werden. Und das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnte, ist etwas sehr, sehr Leichtes. Aber es tilgt die Sünden. Intivalu salati ba'da salat. Dass ich nach dem Gebet auf das Gebet warte. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns eine ganz einfache Methode auf, welche zur Tilgung unserer kleinen Sünden führt, die wir teilweise völlig vergessen haben, indem wir uns einfach in der Moschee aufhalten, indem wir es lieben, unser Gebet zu verrichten. Und wisst ihr, was passiert? Während man in der Moschee auf ein Gebet wartet. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt es und sagt, dass die Engel kommen werden und sie werden die ganze Zeit Folgendes sagen. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arham. O Allah, vergib ihm. O Allah, erbarme dich seiner. Die ganze Zeit, solange du in der Moschee sitzt und auf dein Gebet wartest. Und hieran erkennen wir noch einmal, wie wichtig dieser Ort ist. Der Ort des Gebetes, ein Haus von den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie sehr der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns empfohlen hat, dass wir uns häufig und lange in einem Haus von den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala aufhalten. Leider gibt es viele Muslime heutzutage, die den Weg zur Moschee nicht kennen, die sich sehr, sehr ungerne in der Moschee aufhalten. Sie kommen, wenn überhaupt, einmal zum Freitagsgebet. Und dann auch noch so spät, dass sie kaum noch die Khutbe hören müssen, nachdem die Engel ihre Schriften schon geschlossen haben und überhaupt nicht mehr drinsteht, dass du am Jum'ah teilgenommen hast. Und dann sind sie auch die Ersten, welche wieder das Jum'ah-Gebet verlassen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er liebte es, sich in einem Haus vor den Häusern Allahs aufzuhalten. Und er liebte das Gebet sallallahu alaihi wa sallam. Hätte man den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wenn er leben würde, heute gesucht, dann hätte man ihn in einer Moschee gesucht. Als Muhammad Iqbal, der bekannte pakistanische Dichter, oder ist eigentlich damals noch Indien gewesen, als er zum Studium nach Deutschland kam, da schrieb er ein Gedicht. Und er sagte in diesem Gedicht, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Moschee in Deutschland gab, oder zumindest nicht in der Stadt, in der er sich aufgehalten hatte, das war Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, er sagte, ich habe nach dir gesucht, o Gesandter Allahs, aber ich habe dich nicht gefunden. Ich habe nach einer Moschee gesucht, wo du dich eventuell aufhalten könntest, aber ich habe dich nicht gefunden. Ja, meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er liebte die Moschee. Und er liebte das Gebet. Immer dann, wenn es ihm zu viel wurde, rief er Bilal und sagte zu Bilal, Arihna biha ya Bilal. Lass uns endlich durch das Gebet zur Ruhe kommen, o Bilal, damit wir uns endlich von unseren Sorgen trennen können, o Bilal. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte über das Gebet, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Mein Augentrost, meine Eigenweide, meine Freude wurde mir durch das Gebet gegeben, ins Gebet gelegt. Daran finde ich Freude. Und aus diesem Grund wird Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dich aufhältst in einem Haus von den Häusern Allahs, um Ibadah zu machen, um Allah zu besuchen und ihn anzubeten, wird er dir jedes Mal die ganze Zeit über einfach deine Sünden löschen. Lasst uns deshalb, meine lieben Geschwister, viel aufhalten in den Häusern Allahs. Versuchen uns viel mit unserem Gebet zu beschäftigen, weil das ist die Nahrung für unsere Seelen.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, deren Herzen gebunden sind an die Moschee, damit sie am jüngsten Tag insha'Allah ta'ala im Schatten Allahs stehen können. Amin ya Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.